Was geht ab, liebe Leute? Wir nehmen euch heute mal mit. Wir sind auf dem Roadtrip. Also quasi die Hafendudes, meiner einer. Und der da hinten. Ne? Ey, what's going on? What's ey, das ist dein Part, Alter. Das ist mein Part. Ja, dabei haben wir noch Hüsi, unser Uber-Driver. Er fährt heute. Den haben wir einfach so gefunden. Ja, geil. Der hat uns mitgenommen. Ja, wir wollen... Für einen Fuffi. Genau, für einen Fuffi macht er alles. Wir wollen nach, wie heißt der Ort? Danekamp? Danekamp. Irgendwie sowas. Zu dem Laden Medikamente an der Grenze oder die Grenze. Und ja, wir nehmen euch mal mit. Ne? Wir schauen mal, was so geht. Boah, Alter! Alter. Wir sind gerade hier ein bisschen Pause machen, irgendwo Richtung Oberhausen. Und der Herr Uber-Driver wollte gerade seine Beine vertreten. Hi! Hilde ist gerade live. Ihr könnt alle mitkommen. Alle, die jetzt was schreiben, sind im nächsten Vlog zu sehen. Leute, was für eine Choreo wir hier machen. Ein bisschen behindert aus, ne? Ja, gleich geht's weiter. Ja, wir sind jetzt angekommen hier in Danekamp. Oder wie heißt das hier? Ja, Danekamp. An der Grenze. An der Grenze. Oh, Wetter hat sich nicht geändert. Wir wollen jetzt ein bisschen einkaufen, shoppen und Geld loswerden. Hier ist noch ein anderer Markt. Wir wollen aber zur Grenze. Da gibt es noch mehr. Zwei Stück für 1 Euro, da kann man ja gar nicht mehr gar, ne? Hier 4 Tüten M&M's für 5 Euro. Ja, was steht das hier? Hier nicht im Markt. Was hast du denn da jetzt? Der wird noch voll, sagt er. Da geht einer ab, wa? Ja, Wahnsinn, wie gesagt. Und immer noch pfandfrei. Ne? Ja, alles. Seifen, 2 Seifenspender für 1 Euro und so. Da hinten Shampoos. Das ist Wahnsinn, also. Ich konnte mir das nicht ausmalen, wie das. Da gibt es auch so einige an Medikamenten. Ich weiß nicht, wie viel. Die Tüten sind alle im Auto, ne? Ja? Die Tüten sind auch alle im Auto. Da müssen wir da hinschieben, ne? Scheiße. Wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf. Und das ist Dennis, sein Wagen. Wie viel hast du bezahlt? 71,53 €. Getränke, aber auch viel Quatsch. Ja, eigentlich viel Quatsch gekauft. Das ist mein Wagen. Eigentlich auch eine Menge Quatsch drin, aber... Ja, ich habe 56. Das ist von unserem Uber-Driver. Der hat zugeschlagen mit Getränken. Jetzt wird es erstmal eingepackt. Ja, wie ihr seht, der Kofferraum ist voll. Ja, Leute, Fazit ist, wir haben jetzt eingekauft. Eigentlich überwiegend viel Quatsch. Das war uns von vornherein aber auch klar. Wir haben aber auch einen riesen Fehler gemacht. Kennt jeder von euch, hungrig einkaufen gehen. Ja, mega doof, mega doof. Aber ja, also da an der Grenze. Das Gute ist halt, die haben immer noch Getränkedosen ohne Pfand. Also die dürfen jetzt ihre Restbestände wegmachen irgendwie. Weil eigentlich gilt ab heute auch das Dosenpfand in Holland.
aber die dürfen halt noch ihre Restbestände da verkaufen. Und ja, das ist halt verlockend. Verlockend sind auch so einige Sachen, wo du dann 2 für 1 Euro oder 5 Pakete für 1 Euro, 1,50 Euro oder sowas kaufen kannst. Also das war schon cool, muss man sagen. Aber es ist auch nicht alles günstig. Die haben auch Hygieneartikel, habe ich gesehen, so Duschgel, Fahr zum Beispiel, was dann bei uns halt wesentlich günstiger ist als hier und sowas alles. Ja, also Fazit ist, sag ich jetzt mal so, ist ganz nett, aber ja, brauche ich das nochmal. Wenn man mal in der Nähe ist, dann könnte man da nochmal hin, aber extra dafür. Kann man da eben anhalten, oder? Genau, extra dafür jetzt hierher fahren, das würde ich nicht machen. Es sind zwar nur 2,5 Stunden von uns zu Hause bis zu dem Laden, aber ja, dafür extra hinfahren, na, das ist Quatsch. Wie gesagt, wir haben viel Quatsch gekauft. Die haben ja auch so Chipsorten, die es bei uns nicht gibt, und die sind auch relativ günstig, aber ja, alles nicht so. Ist mir gerade ins Bein gefasst? Ja. Fürs Protokoll. Das haben wir dich aber nicht bezahlt. Das ist fürs Protokoll, der Uber-Fahrer fasst mich an, ja. Und ja, ich weiß nicht, willst du noch was sagen? Ja, das war's von uns, ne? Heute mal nur so ein Roadtrip. Und nicht vergessen, abonniert uns auf YouTube und Instagram, die Hafenbus. Das ist der. Und gibt unseren Uber-Fahrer hier 5 Sterne.